Das ist unsere Kamera und die werden wir dann benutzen fürs Film sehen. Wir sind hier halt im Filmset von einer Mumu und drehen jetzt eine Aufnahme vom Wald, weil es in unserem Film halt hauptsächlich über die Uckermark geht. Und in der Uckermark ist ja viel See und Wald und deswegen. Ja, also das hier drin ist das Mikrofon. Dann habe ich hier noch ein Kabel. Das wird an der Kamera angeschlossen. Und mit dem Headset kann ich dann alles hören, was denn passiert. Ich mache jetzt auch hier den Aufnahmeleiter gleichzeitig. Und das kann nur ein schönes Erlebnis werden, finde ich. Ich glaube, Luca, kannst du mit der Hand so rumgreifen? Genau. So, was müssen wir jetzt noch kontrollieren? Hey Jen, du musst deine Freundin mal helfen, dass wir uns auf ihrer Seite. Licht. Licht, genau, die Helligkeit. Ja, so ist gut. Ist vielleicht noch, ist der Kopf ein bisschen sehr angeschnitten. Ist immer noch bei mir? Ja. Ja, wir sind noch am Einrichten. Szene 1, die zweite. Du wartest bis bald. Und bitte! Leonie, dein Körper. Und Mariam, ein ganz kleines Stück noch nach rechts, das würde ich noch ein bisschen besser sehen. Dankeschön. Was war mein erstes Bild? Ganz kleine Schnipsel. Und ihr seht, am Anfang werden sie nur ein ganz kleines bisschen größer und auf einmal hat es einen großen Schub. So ein Musikvideo. Der Titel ist Der Mond ist aufgegangen. So stehen bleiben, genau so, cool und gucken. Okay, ich mach an. Du machst es sehr gut, dauert noch einen Moment. 1, 2, 3. Seht ihr den Mond dort stehen? Von der anderen Seite auch noch mal was kleben. Also alle, die mit im Film machen, haben Kostüme gebastelt. Alien-Kostüme, Weltraum-Kostüme, Glitzer-Kostüme, Umhänge. Ich zeig euch mal ganz kurz meine Lieblingstaste. Ja? Und wenn ihr stärker raufdrückt, kann man den Ton auch lauter. Damit kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Und je nachdem, wie doll du drauf bist, kannst du die Lautstärke, wenn du nur sanft, drück mal nur sanft. Genau, dann ist er leise, drück mal stärker. Genau, dann kommt der Ton auch stärker. Ich soll quasi über den Mond laufen. Ich bin ein Astronaut. Geh doch mal da auf den Sand. Das ist halt sehr schön, ist, Filme zu machen und dass man es halt sich auch selber im Kino angucken kann und dass Leute das sehen können. Das finde ich halt schön und dass man sich auch nicht streitet und lernt
zusammenzuarbeiten. Danke. Bitte. Perfekt. Ihr seht schon mal, wo, was denkt ihr, wo, an welcher Stelle sind wir gerade? Wo die den Müll wegwerfen. Wo die alle den Müll wegwerfen. Ist das vor oder nach dem Zauberspruch? Nein. Nach dem Zauberspruch, genau. Igel, das ist doch nicht zu glauben. Sind wir eine Müllkippe oder was? Pfui. Also echt. Alles klar. Drei Wurftütchen gleichzeitig. Weder deine Hand ist jetzt davor. Ich glaube, so ist super. Okay, und Foto? Okay, super, und Foto. Sind wir eine Müllkippe oder was? Pfui! Also echt! Jetzt haben wir den Film und den Ton hören wir jetzt bisher was? Gar nicht. Die Stimme. Achso, die Stimme. Aber nichts weiter, ne? Nee, nee. Genau, so, wir wollen uns heute jetzt in diesem Vlog ein bisschen um die Geräusche drumherum kümmern. Ja, genau. Dann nimm doch mal 4 oder 5 Stück mit. Vielleicht finden wir auch einen Zweig, wo Blätter dran sind. Man könnte so. Ja, der ist top. Was passt? Einmal draufklicken auf das Input 1, genau. Die Y. Also schnell. Ist hier. Zack. Leon, ihr macht das schon prima. Jetzt stillhalten. Okay, Video geht jetzt los. Was ist denn hier passiert? Wir haben Müll an den Klamotten, weil wir den Müll im Wald gelassen haben. Und die Umwelt rächt sich halt. Wenn, das heißt, wenn euer Kind in die Reaktion 2 geht, dann zieht ihr den Müll runter. Zwei. Ziehen. Los, Alter. Ziehen. Zieh mit Schwung. Und jetzt macht einfach die Hände runter von diesem Müll. Ja. Wir drehen ein Musikvideo und haben eine Hymne geschrieben. Und das Thema ist Blüchen und das Wasser. Wir haben jetzt hier diese Rillen. Und da fließt dann so das Wasser durch und dann treffen die sich immer an diesen Punkten um den Kopfsteinpflaster herum. 3, 2, 1, los. Blüchen, ja, die Stadt der 7 Seen und eine Flüsserstadt. Wasser hat sehr viel mit der Geschichte von Lüchen zu tun. Tanz, Ballett, auch unter Wasser, was einen Supermarkt voll Kunst. Jetzt machen wir mal noch mal kurz ein bisschen mit Ton. Ich würde gerne noch mal diese Stelle gerade, die Lüchen, du bist unsere Stadt, das wollen die noch mal machen, ja? Lüchen, du bist unsere Stadt, du bist da, wenn wir dich brauchen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt hört ihr eure Stimme nochmal zusätzlich und jetzt macht ihr noch eine zweite Stimme darüber. Mhm. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Wir lassen mal laufen. Und am Ende machst du so ein. Zack! So einen Zacker nochmal, ja? Ja, den Zacker lieber. Also mach lieber die Bässe unten. Also das Drehen mit der Kamera macht Spaß, auch vor der Kamera ist cool. Alle wollen eigentlich vor der Kamera sein. Ich fand es auch schön, dass wir mal was als Klasse gemacht haben. Dass man auch mit denen was zusammen gemacht hat, mit denen man nicht so oft was macht. Dass man mit denen trotzdem auch, dass alle als Team irgendwie funktioniert haben für dieses Projekt. Weil am Ende wollten wir es ja so machen, dass es gut aussieht. Wir ankommen! Wir ankommen!
Ja.